Moin Moin, Servus und Grüß Gott auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder ein neues Projekt. Ihr seht, mein altes Fahrrad, wo ich letztes Mal ja zu meinem Vater gefahren bin. Und ja, ich Probleme hatte, weil es ein 26er ist. Es geht mir ein bisschen auf die Knie und deswegen habe ich ein neues Fahrrad geholt. Ich habe momentan auch nicht viel Kohle. Ich kann mir nicht für 500 oder 1000 Euro ein Fahrrad kaufen. Möchte gerne eine Fahrradtour machen und habe mir gedacht, ach egal, guck's mal bei eBay Kleinanzeiger und habe sogar für 20 Euro ein Fahrrad gefunden. Ein 28er. Hab mir noch ein paar Teile bestellt und ihr habt sogar fleißig mitgemacht. Ihr habt mir Sachen aus der Amazon Wunschliste zugesendet und die werden heute alles dran gebaut. Ich möchte mich auch mit dem Fahrrad nicht so lange aufhalten. Das wird heute richtig hier durchgezogen. Es wird alles abgeschraubt, alles neu gemacht und es wird sogar lackiert. Also nicht lang schnacken, kommt im Nacken. Los geht's! Vielleicht ist den einen oder anderen aufgefallen, dass ich gerade noch ein Schlauchboot gefilmt habe. Ich habe euch ja mal gesagt, Daniel, also mit denen ich ja hier bin, mit Daniel und Lukas, wir teilen uns ja diese Halle und die haben sich auch ein Schlauchboot angeschafft. Ich habe auch schon gefragt, ob ich mir das Boot abkaufen kann, weil ich finde das irgendwie noch cooler von der Kammer her. Die sind richtig schön dick, die Kammern. Und hier habe ich auch nicht das Problem, ach ne, hier. Und hier habe ich auch nicht das Problem, hier sind neue Ventile drin. Ja, kann man halt schneller aufpumpen. Und die haben jetzt sogar, habe ich gerade gesehen, die haben das Schlauchboot geflickt, weil hier war ja der Boden ab. Ich bin mal gespannt. Wir machen zusammen auf jeden Fall eine Tour. Daniel muss jetzt noch den Außenborder fertig machen. Also bin ich echt gespannt, was da noch bei rauskommt. Genauso wie beim Schlauchboot habe ich hier immer solche Kisten. Da ist immer alles drin. Ich habe hier eine Tasche für vorne, Lenkradtasche. Ich habe Farbe, ja, zwei Farben. Ich habe hier ein Fahrradschloss aus meiner Amazon-Wunschliste bekommen, mir noch Licht bestellt für hinten und für vorne. Dann habe ich aus meiner Amazon-Wunschliste auch bekommen diese Tasche, da kann man ein Handy reinpacken und eine Powerbank. Und das ist so eine Satteltasche, hier ist nochmal Werkzeug drin und hier sind solche Reifenheber drin. Damit kann ich den Reifen halt anheben und den Schlauch rausnehmen, wenn ich mal einen Platten haben sollte. Ich habe vorsichtshalber auch noch welche bestellt. Also damit kann ich mich gerade totschmeißen. Wo ich das Fahrrad abgeholt hatte, hatte er schon zwei Platten. Dafür habe ich noch Ventile geholt und so ein paar Aufsetzer. Ich hoffe, dass die Schläuche nicht im Arsch sind, dass ich heute nicht nochmal losfahren brauche. Und wenn ich das Fahrrad noch lackiere, habe ich hier auch nochmal Klarlack mit dabei. Jetzt werden wir das Fahrrad aufbocken und erstmal alles abschrauben. Ja. Fangen wir mal an. So good together, like Bonnie and Clyde. Yeah, that kind of vibe, a love that couldn't last forever. Explosive ride, a dynamite. But now my heart's so heavy. You moved on with your life, I left me out. Thought that we would last forever, like Bonnie and Clyde. Baby, now I'm here in the flashing lights, drowning out my sorrows. Looking for someone in the neon lights that could make. Ich habe ein bisschen Probleme gehabt mit dem Lenkrad, aber ich habe jetzt soweit alles abgebaut. Jetzt brauche ich eigentlich nur noch die Aufkleber abmachen. Jetzt kann ich das Fahrrad schleifen. Ja, die anderen beiden sind jetzt auch gerade da. Felix war auch gerade noch da. Und
Wir müssen gleich mal die Heizung anschmeißen. Ist, glaube ich, auch besser, wenn wir die Heizung anschmeißen. Dann kann ich das Fahrrad nämlich noch lackieren, was ich ja gleich noch vorhabe. Ich hoffe, das schaffe ich heute noch. Bisschen verplant heute gerade wieder ein bisschen. Ne? Oh, ich sehe gerade noch, den Fahrradständer habe ich noch gar nicht abgemacht. Der muss auch noch ab. Und Zeitung habe ich hier. Klebeband habe ich auch alles hier drin. Und dann heißt es abkleben, abschleifen, Aufkleber ab und los geht's. Und hoffe, dass die Heizung gleich läuft. Läuft die Heizung gleich, Jungs? Jo. So, ich drehe die Heizung mal auf 5, ne? Jetzt habe ich alles abgeschliffen, abgeklebt, jetzt geht's los, lackieren. Es ist schon wieder dunkel draußen, aber dann kann das zumindest heute die Nacht trocknen und dann schauen wir morgen mal weiter. Was mache ich denn jetzt? Schwarz, rot? Aber wollen wir anfangen mit der Operation, wa? Geht ja nicht anders. Boah, wie ein Kaffee jetzt hingepfeffert da. So, den Rahmen habe ich jetzt schwarz lackiert. Ich habe oben ein paar Läufer drin. Habe ich nicht so richtig gesehen, weil es ein bisschen dunkel hier ist. Ich habe einen Halogenstrahler jetzt hingestellt. Müssen ich gleich mal gucken, wie ich das wieder ein bisschen vertuschen kann oder ausbessern kann. Jetzt wird auf jeden Fall... Kommt genau richtig. Dani macht eben die Heizung aus. Dankeschön. Danke, danke. Die Gabel werde ich jetzt in Red ansprühen. Deckel. Was ist das denn? Was ist das denn jetzt hier? Boah. Boah. So ein bisschen vor wie so ein YouTube-Fahrrad. Ja, die Farbe trocknet auf jeden Fall ganz schnell und jetzt bin ich noch ein bisschen am überlegen. Ich wollte das eigentlich so machen, dass ich das jetzt hier rot auch noch ansprühe, aber so ein bisschen rüber sprühe, so rüber wische. Ich hoffe, das kriege ich jetzt so hin. Ich schnappe mir einfach mal die rote Farbe. Ja, die hat auch nicht schon abgespritzt hier, die rote Farbe. Muss ich so rüber, ne?
Meinst du, ob das gut aussieht? Ich weiß nicht. Das geht doch bestimmt voll in die Hose. Naja gut, man kann es auch wieder schwarz übersprühen, oder? Weiß ich nicht. Ey, das ist doch voll gut. Ich weiß nicht, was das ist. Klasse. Weißt du? Wenn das trocken ist, ja. Jetzt überleg mal, das ist toll. Sag hier hinten, das ist voll der geile Akzent, dann läuft das so aus. Ich glaube, da sprühe ich wieder schwarz rüber. Muss ja auch noch Klarlack rüber. Das muss ich heute auf jeden Fall auch noch machen. Und dann schauen wir mal. Sieht ja fast genau aus wie das Fahrrad, was ich vorher gefahren habe, ne? Ja, auch alles in Rot hinten. Und vorne auch alles in Rot. Und Daniel hat in der Zwischenzeit hier so einen schönen Tresen gebaut. Und jetzt gibt es erstmal so eine kleine Wurst hier auf unserem Spezialgrill. So, guten Appetit. Jetzt erstmal alles trocknen, dann mache ich gleich nochmal Klarlack drauf. Es ist mittlerweile auch schon wieder 10 Uhr. Ich werde jetzt aber nochmal eben anfangen, neue Ventile rein und hoffe, dass die Schläuche heil sind. Beim Schlauchboot muss man sich mit Ventil auseinandersetzen und beim Fahrrad muss man sich auch mit Ventile auseinandersetzen. Und zwar gibt es hier auch drei verschiedene Ventile und ich brauchte für das Fahrrad jetzt, für den brauchte ich jetzt ein französisches Ventil. Das hier. Oh, französisch. Auch genannt Scale, Verant oder Presta-Ventil. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Dann gibt es noch Autoventil, auch Schrader-Ventil genannt. Und einmal Dunlop-Ventil, auf Fahrradventil oder Blitz-Ventil genannt. Ja, so ist das halt. Ich habe hier noch so ein Adapter-Set geholt. Das heißt, ich kann jetzt die französische hier reinschrauben. Kann hier zwei Adapter drauf machen. Und dann kann ich die Druckluftpistole benutzen, um den Reifen aufzupumpen. Und das machen wir jetzt. Französisches Ventil kommt jetzt hier rein. Zack. Dann habe ich hier diesen Adapter. Da kann ich jetzt aber noch nicht so die Druckluftpistole anschließen. Dafür brauche ich jetzt noch den Adapter. Guck mal, kann man sich richtig einen zusammenbasteln hier. Und? Perfekt. Jetzt brauche ich nur noch Luft. Luft. Jetzt habe ich aufgepumpt und jetzt kann ich den Adapter abmachen und tada, die Luft ist drauf. Kann ich hier noch ein Ventil draufsetzen, eine Kappe draufsetzen und fertig. Sieht auch gut aus. Ich glaube, der Schlauch ist auch heile. Jetzt kommen wir zum letzten Akt. Jetzt machen wir noch Klarlack drauf und dann ist gleich Feierabend. Hey, ihr seid ja immer noch da. Abschalten jetzt. Ja, leider nicht alles geschafft, wie ich mir das gedacht habe. Da gibt es nächstes Mal nochmal ein Video. Ich denke mal aber, das wird das letzte Video sein, wo ich das alles zusammenbaue und meine Brille beschlägt gerade. Ich würde sagen, abonniert meinen Kanal, lasst einen Daumen da und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Und jetzt abschalten. Oh, Brille, ich sehe gar nichts hier. Abschalten! Viel hilft viel.